Gerrard. Nice strike! Oh, better than nice! Wonderful! He is a magnificent player. EA Sports, Delays in the Game. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, ja, drei Reviews, die ich euch gebe. Ja, wir haben einmal Steven Gerrard. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon im Intro gezeigt habe. Wenn nicht, dann sieht das jetzt im Hintergrund. Also mit ihm habe ich wirklich paar cracking Longshots abgegeben. Also da waren kranke Dinger dabei. Wie gesagt, für mich persönlich war das von den drei getesteten Icons bis jetzt, der mir wirklich am meisten Spaß gemacht hat. Wenn ihr jemanden sucht, der gut schießen kann und passen kann, da seid ihr bei Steven Gerrard richtig. Eigentlich würde ich sagen, er ist der perfekte ZM-Spieler. Ich habe in der 4-2-2 oft in der linken ZOM-Position gespielt und da war ich, wie gesagt, auch sehr positiv überrascht, wie krass er in dieser Position spielen konnte. Denkt man ja eigentlich nicht von so jemandem wie Steven Gerrard. Vielleicht denkt man, der ist zu langsam. In manchen Situationen merkt man vielleicht, ja, okay, der ist zu langsam, aber eigentlich auch nicht zu oft. Ihr seht die Stats, diese Stats sind eigentlich sau gut und ja, hat mir auch wie gesagt sehr gut gefallen. ZOM, ZM würde ich sagen, gut. Vielleicht auch ZDM, ich habe nicht ZDM ausprobiert. Jetzt haben wir Campbell 7 Spiele gemacht und ich muss sagen, diese Kombi, ich weiß nicht, ob es jetzt nur an Campbell liegt oder auch an dieser Kombi von Ramos, Campbell und Direa, aber ich muss sagen, die gefällt mir sehr, sehr gut und ich möchte, glaube ich, auch mit dieser Kombi in die nächste Weekend League gehen. Nicht mit Varane, Kimpembe und Courtois. Ja, der größte Punkt ist einfach Direa. Ich finde einfach Direa 10-mal besser als Courtois. Ist einfach so. Und ja, habe ich auch gelesen, ist Kimpembe UCL Live besser als Campbell. Ja, es ist so, ich weiß nicht, die sind unterschiedlich. Ein Kimpembe, ein Varane ist schneller, aber dafür körperlich nicht so krass. Und ich muss vielleicht auch sagen, ja, in der Luft ist Ramos und Campbell zusammen einfach stärker. Ich glaube, du wirst da weniger Kopfballgegentore kassieren, als du da hinten jetzt Varane und Kimpembe hast. Also ich weiß nicht, also mir gefällt es sehr, sehr gut und ich bin wirklich positiv überrascht von Campbell. Ich habe ihn echt gerne nur gemacht, um ihn in Ballack zu stecken. Jetzt haben wir, ja, ist Wissen abgeändert. Vielleicht spielt Campbell so lange, bis ich mir eine andere Icon hole, die besser ist. Also ich denke mal, ein Ferdinand, ein Maldini oder ein Plonk ist besser als ein Campbell. Aber wie gesagt, bis jetzt gefällt er mir und ich möchte ihn, ja, eine Weekend League Chance geben. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, wo wahrscheinlich die meisten fragen, lohnt es sich oder nicht, ja. Hier seht ihr alle in Rivals, glaube ich, sogar zwei Spieler wurde er nur eingewechselt in 2-3 Spielen. Also 2 Tore, 3 Torvorlagen ist nicht schlecht. Und ja, wie spielt er sich? Ich würde so fast sagen, eine abgeschwächte Version von Ronaldo. Eine sehr, sehr abgeschwächte Version. Das Problem in diesem Team ist, wenn ich jetzt Ronaldo so spiele, das Problem wäre natürlich gelöst, wenn wir jetzt Cruyff hätten, dass wir jetzt, guck mal, wir haben 3 Spieler, die einfach vom Dribbling her nicht wirklich stark sind. Mahrez ist der einzig starke und Hazard ist eigentlich nochmal stärker als Mahrez vom Dribbling her. Und das ist ein, das klappt eigentlich nicht so gut, finde ich. Es muss für mein Spielstil Minimum 2 Leute geben, die halt wirklich richtig trippelstark sind. Richtig, wo ich den Ball richtig eng führen kann. Und bei schlechten Gameplay, was wir sehr oft haben, ist zum Beispiel ein Dribbling von Ronaldo nicht gut genug für mich. Und so ähnlich ist es auch bei Son. Sein Dribbling ist so ähnlich wie Ronaldos Dribbling. Vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter. Ansonsten kriegt er eigentlich genau das, was ihr auf der Karte seht. Ihr kriegt guten Schuss, links oder rechts ist scheißegal. Ihr kriegt okay Körper. Natürlich, aber muss man sagen, er ist kein Ronaldo. Er wird oft weggedrückt. Ronaldo wird nicht oft weggedrückt. Ronaldo, der muss man fast faulen, um den Ball von ihm zu bekommen. Ronaldo hat einen guten Körper und sonst kriegt ihr wirklich das, was ihr hier seht. Einfach guten Pace. Ultras guten Schuss. Passspiel muss noch mehr testen. Tripling, wie gesagt, ist so wie, ja, es ist kein Hazard, es ist kein Mahrez, es ist so wie Ronaldo, bisschen schlechter vielleicht. Also so ein, ja, so wie, ja, nicht, ja, so Gerrard, Ronaldo. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber halt, es ist nicht so krass wie ein Messi oder Hazard, sagen wir einfach so. Und das war's, ja. Lohnt es sich? Weiß ich nicht, muss ihr selber wissen. 200k, also für mich hat sich das gelohnt, weil es erstmal Ronaldo ist. Ja, ich habe es eigentlich nur deswegen gemacht, wegen der Person. Und weil ich ihn jetzt in Zukunft schlimmstenfalls immer als Superstar bringen kann. Das ist halt
das ist Luxus. Das sage ich euch einfach so. Es ist Luxus, einen 200k-Subs-Spieler zu haben, wie Ben Yedder. Ben Yedder kostet, den habe ich damals richtig günstig gekauft, für 66k. Der ist jetzt, glaube ich, bei 160, 170 so rum. Das ist Luxus, so einen Sub bringen zu können. Aber wer kann, der kann, weißt du? Und ich finde zum Beispiel, Jan Sané ist nicht wirklich nice. Also den habe ich jetzt untauschbar, den finde ich wirklich nicht nice. Also da bringe ich immer lieber einen Ben Yedder. Und einen Son dann nochmal bringen zu können, notfalls, ist halt, ja, das ist gut. Also als Super-Sub ist er bestimmt richtig gut. Und wenn ihr nicht die Münze habt, müsst ihr selber wissen, Freunde. Müsst ihr wirklich selber wissen. Ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Ist er, ja genau, jetzt die Frage, ist er so gut wie Hazard? Meiner Meinung nach, nein. Er ist einfach anderer Spielstil, ja. Und einfach nicht besser. Hazard ist Dribbling 10-mal besser. Schuss ist, ja, ist wahrscheinlich sogar besser als von Son. Ich weiß nicht, muss ich öfter testen, habe ich vielleicht nicht oft genug getestet. Und so, ja, das ist einfach, wo es drauf ankommt. Und natürlich, aber nein, Hazard ist ja auch 10.000-mal teurer als ein Son. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die ersten beiden Division Rivals Spiele. Vielleicht kann ich euch ein bisschen noch Gerard Action zeigen und vielleicht seht auch Son, was er bringt. Man muss natürlich aber jetzt sagen, ich bin in Division 3, ich habe da meistens Probleme. Momentan läuft es ein bisschen besser. Ich würde sagen, ich gewinne meistens 2 Spiele und verliere 1 oder spiele dann wieder ein Unentschieden. So um den Dreh läuft es und langsam kriege ich meine Punkte nach oben. Ich bin, glaube ich, fast bei 2100 Punkte jetzt. Jetzt müssen aber auch jetzt wieder stärkere kommen, wo ich vielleicht, ja, verlieren werde. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und schauen wir mal, wie es läuft. So, Freunde, der erste Gegner in Division 3. Hat ein, ja, das ist ein starkes Team. Das ist ein sehr starkes Team. Rabiot und Dembele sind vielleicht die Schwächsten, aber das sind gute Allrounder. Götze würde ich vielleicht auch nicht als, ja, wenn du mit denen umgehen kannst, ist er stark. Ansonsten habt ihr gesehen, Play of the Month Hazard, Play of the Month Reus, das sind ultra starke Spieler. Auf jeden Fall, ja, eine harte Herausforderung. Dann würde ich sagen, let's go. Oh, Son. Das war auch mein... Hä, was ist denn hier los jetzt? Also, oh, das ist die Definition von schlechtem Gameplay. Starkes Passen von Son. Kriegen wir noch eine gute Flanke hin? Ah, schade. Digga hat mich zweimal verarscht, Alter. Das ist halt der Level in Division 3. Ich dachte, er macht den ersten Mal als Finesse-Shot, dann bin ich drüber gegangen. Dann dachte ich, ich mach den nach rechts, bin ich nach, ja, in die Ende, falsch ist er, macht er einfach einen Flachschuss. Wer macht in FIFA 19 einen Flachschuss, Digga? Hä? Digga, was ist da denn für einer? Oh, schade. Hätte ich grün getroffen, wäre er vielleicht reingegangen. Das ist halt die Stärke von Steven Gerrard. Ja! Endlich, Mann. 1000 Schüsse und... Ja, das ist halt so... Was soll ich sagen? Son ist eigentlich wirklich am Ende des Tages nur für Schießen da. Er ist... Ich muss sagen, ich weiß nicht, wenn er am Ball ist... I don't know. Ja, es ist halt kein Hazard. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, eine abgeschwächte Version von Ronaldo mit einem Pfizer Weakfoot. Und er ist einfach nur für Schießen da. Ihr habt ja gesehen, was er jetzt hier rausgehauen hat. Wenn du mal Dateien finde ich grün triffst, nice shot, look at this. Und die Forster Skills helfen natürlich, ja, hier so ein Lacro Greta schön in Position zu bringen, Gold. 1-1 ist okay, aber eigentlich war da für mich mehr drin gewesen. In meiner Meinung nach habe ich viel mehr gemacht fürs Spiel. Ich hatte, ja, gute Chancen gehabt. Kamera ist jetzt gerade aus. Son, Tor gemacht, war ein schönes Ding. Wie ich gesagt habe, momentan spiele ich mit Spielern, die halt nicht wirklich perfekt zueinander passen, ja. Man muss einfach sagen, wir haben jetzt 3 Spieler, die nicht mega beweglich sind. Wie gesagt, Son könnte besser spielen, wenn wir noch Cruyff hier reinholen. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall nochmal ein weiteres Match. So, Freunde, der nächste Gegner in Division 3. Ach du grüne Neune, was ist denn das? Prime Maradona, Alter, Messi. Ach du grüne Neune, heilige Macarele. Digga, wer hat denn hier einfach schon Prime Maradona am Start? Was ist denn hier los? Okay, schauen wir mal, was wir gegen den Gegner reißen können. Krass. Digga, wie geil ist das denn, Alter? Einfach so eine Maradona-Figur. Okay, let's go. Ah, schade, Son. Erste gute Aktion.
Campbell, Junge. Oh, guck mal, wie der Maradona da liegt. Campbell, Junge, sag ich, hier kenne ich nichts, Digga. Da kenne ich einfach absolut nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was sind das? Was ist das für ein Tor gewesen, Alter? Ist kein Abseits. Wow, Maradona mit so einem Touch. Das ist zu krass eigentlich. Ist gar nicht mal so unbeweglich, Son. Also muss ich sagen, hier hat man schon ein bisschen gesehen. Der lässt sich doch besser bewegen, als ich gedacht habe. Das gibt's nicht, ey. Wie macht man, Freunde? Habt ihr Tipps, wie man diesen Vollspann-Time-Finish macht? Kommt Gerard! Ah, okay, Gerard ist da ein bisschen glücklicher. Okay, ich habe zwei richtig Kacktore gegen ihn gemacht. Das ist zum Beispiel auch... Ja, was soll er machen? Das ist einfach, ja. Ey, guck mal, der hat sich so ein bisschen durchge... Was war das denn? Ich habe eigentlich geschossen mit Son und dann kam irgendwie ein Pass raus. Okay, also die Tore von mir in diesem Spiel sind echt komisch. Aber ihr seht, Mahrez mit rechts. Ich habe nicht gelogen. Ich schwöre, ich lüge nicht, wenn ich sage, Spieler sind gut. Mahrez ist für mich echt Maschine. Für 190k oder so ist er für mich so eine Maschine, Mahrez. Ja, und hier habt ihr live Example vom Schuss von Steven Gerrard. Es war nur gelb. Mal guckt euch das an. Der ist geil eigentlich. Ohne Scheiß. Als wenn ihr irgendeine Formation spielt, wo ihr ein ZM braucht, Digga, ohne Scheiß. Da kann ich nur Gerrard, die mittlere Version oder die Prime wahrscheinlich auch empfehlen. Die ist so geil einfach. Wirklich. Der Schuss ist heftig bei dem. Campbell jetzt im Einsatz. Campbell! Oh, look at this! Guckt ihr mal die langen Beine an. Das ist wie ihr großer Bruder. Heftig, ich feier den Campbell irgendwie. Ist hier unten Son. Test mal sein Weak Foot aus. Er hat trotzdem mal mit dem rechten Fuß geschossen. Ist ja meistens so, auch wenn die Pfeifer Weak Foot sind. Manchmal bevorzugen sie es, trotzdem mit dem rechten Fuß zu schießen. Ist hier reingegangen, aber ist ja abgefälscht. Ich glaube nicht, dass er reingegangen wäre, wenn der nicht abgefälscht wäre. Glückliches Tor. Also ich habe hier in diesem Spiel viele glückliche Tore gemacht. Oh, das ist ein schönes Tor. Das war nicht echt schön rausgespielt. Das war jetzt nicht glücklich. Das war schön rausgespielt. Schön, schön. Das könnte auch ein Rage Quit jetzt sein, Freunde. Das könnte ein Rage Quit sein. Das ist ein Rage Quit sogar. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Zwei Tore Mahrez, zwei Tore Son. Zwei Tore Gerrard. Okay, Ronaldo ohne Tore. Aber ey, muss nicht immer Ronaldo sein, der die Tore macht. Ja, und damit, denke ich, ist es auch irgendwo verdient. Krass, ne? Viel Ballbesitz. Er hat ein krasses Team gehabt, aber... Ja, spielerisch war er jetzt nicht der Mega-Beste, aber war auch nicht schlecht, muss man sagen. Ich hatte halt wirklich am Anfang glückliche Tore und solche Spiele entscheiden das auch ein bisschen. Und damit, ja, haben wir 2096 Skillpunkte. Ging hier nochmal ein paar Punkte dazu. Sollte sogar reichen, also nicht reichen, aber ich werde noch ein paar Spiele machen müssen. Aber wir haben jetzt momentan, glaube ich, 1220 Punkte Vorsprung. Das ist gut, das ist gut, das ist nice. Und dann würde ich sagen, was auch vom heutigen Video, Freunde. Noch ein paar Verkäufe. Gestern, Alter, ein Hugoin für 48.500 überteuert weggegangen. Ich hab den damals für 28.000 geholt. 20k Profit. Und der ist, glaube ich, schon auf natürliche Weise schon auf 41.000 gestiegen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, da haben wir auch noch zwei Packs zum Abschluss. Nein, ich will keine FIFA Points aufladen. Wir haben zwei Packs zum Abschluss. Ich würde sagen, wir haben ein Goldpack, habe ich aus irgendeiner Tages- oder Wochenaufgabe bekommen. Ziehen wahrscheinlich ja nichts Krasses. Aber wir haben noch ein zwei seltenen Spielerpack. Vielleicht kommt da mal noch was Cooles raus. Ja, Sopnen. So, dann haben wir jetzt noch ein zwei Spielerpack. Come on. Yay, maybe. Habe ich hier ein bisschen Glück? No. Vielleicht ist es aber wenigstens eine Leinwand. Ah, auch nicht. Schade, Freunde. Das war's dann vom heutigen Video. Wir ziehen Lukas. Boldi Podolski. Bin mal gespannt, wer der Team of the Week ist. Das werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, wenn ich das Video gepostet habe. Vielleicht haben wir ja morgen Glück und es kommt Messi in die Team of the Week und wir ziehen den, dann verändert es eh alles. Aber wie gesagt, schreibt mir in den Kommentarbereich nochmal. Ja, ich frage nochmal, ich denke mal, die Option mit Gerrard fällt jetzt raus. Ja, den werde ich, denke ich, auf jeden Fall verkaufen. Entweder halt eine neue Icon testen, dann gerne auch vorschlagen, wer. Mein Favorit wahrscheinlich Prime Baggio. Ja, vielleicht aber auch Klose. Aber Prime Baggio, das ist natürlich nicht optimal für die Weekend League, weil ich halt nicht mit ihm eingespielt bin. Aber wir haben ein bisschen Spaß. Oder wir gehen wirklich hier, ja, für
The Mega-Icon und wir holen wirklich Cruyff. Schreibt mir das in den Kommentarbereich und dann war es das vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wie gesagt, nochmal zum allerletzten Abschluss, Ronaldo machen oder nicht machen. Wenn ihr einen sucht, der wirklich nur finishen soll, da seid ihr bei Ronaldo richtig. Es gibt auf der Position natürlich auch noch einen Baldo Diao, ein William. Das sind eher Leute, die halt flink sind. Ich glaube, vom Abschluss her ist, glaube ich, ein Son nochmal 10-mal besser. Also da müsst ihr wissen, was ihr einfach haben wollt. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte ihn ja nicht gemacht, wenn es nicht Ronaldo wäre. Wäre es jetzt irgendeine andere Karte, Arnautovic zum Beispiel, mit denselben Sets, mit demselben Weakfoot und Skill Move, hätte ich ihn nicht gemacht wahrscheinlich. Hätte ich ihn echt nicht gemacht. Ich habe es einfach gemacht, weil es Ronaldo ist und ich ihn feiere. Und deswegen habe ich ihn gemacht. Deswegen, ja, würde ich sagen, das war's vom heutigen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Casey ist raus. Ciao. Jeden Tag ist ein anderes Spielzug.